Hallo uh, zwei Sätze in Englisch gerade hello friends this is a brief tutorial about uh, the basics of expressions in maya and uh, it's been around maya since version 1.0 so it's nothing new but it's uh, often neglected and i just want to show an intro here so leute ich zeige euch jetzt wie man uh, mit einer mathematischen gleichung dinge tun kann in maya das ist ein so extrem großes Feld, dass mit dem kleinen Einstieg ich euch einfach so einen Taste davon geben möchte, einen kleinen Geschmack. Wir nehmen eine Kugel zum Beispiel, weil das so schön ist, geben wir ihr eine Farbe, zum Beispiel ein schönes Blau. Mir ist heute Nacht Blau zumute. So. Diese Kugel hat, ich drücke Taste F, um sie etwas näher zu sehen. Die hat im Attribut Editor vier Reiter. Wir haben den Fong, das ist unsere Farbe gerade. Wir haben die NURBS, Make NURBS, Sphere. Da drin stecken zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel der äh, Star Sweep und damit kann ich die Kugel aufziehen. Solche tolle, tollen Dinge. Äh, da mache ich, äh, das geht um den Shape, das heißt äh, die innere Geometrie von dem Ganzen. Da kümmern wir uns moment mal nicht dazu äh, darum aber um NURBS 4 dann schon. Wenn ich die Taste W drücke, dann kann ich diese ähm, Kugel natürlich bewegen und schaut mal äh, oben bei den Transform, Transform Attributes, äh, was sich da gerade tut. Da tut sich nämlich was im ersten Feld von Translate, also das ist äh, eben die X-Achse. Da gehe ich jetzt mit der rechten Maustaste hin und setze keinen Keyframe, damit könnte ich sagen, die x Exposition soll hier festgeschrieben werden, später dann vielleicht woanders sein, sondern ich create eine new, new expression. Ich erzeuge eine neue mathematische Gleichung. Die ist jetzt noch nicht da, aber sie kommt jetzt gleich. Dieses Fenster ist der Expression Editor. Um das Fenster kümmere ich mich jetzt überhaupt nicht. Mich interessiert Selected Object and Attribute. Das ist das ausgewählte Objekt, nämlich NURBS Sphere 1, und sein Attribut. Um, dass es mir jetzt geht, ist die Translate X-Richtung. Das heißt, es ist die Position in X von der Kugel. Weiter hier oder weiter da hinten. Äh, steuerung C damit kopiere ich diesen Ausdruck hier und setze ihn hier ein. Damit passiert noch überhaupt nichts, aber ich fange an, äh, mir Gedanken zu machen, was ich mit dem jetzt eigentlich tun möchte. Und äh, damit eine mathematische Gleichung auch eine Gleichung wird brauche ich ein Gleichheitszeichen also schreibe ich ist gleich und jetzt schreibe ich time. Damit sage ich, wenn die Zeit voranschreitet, soll diese Kugel sich auch entsprechend nach x bewegen. Das heißt mit der voranstreitenden Zeit, die ist ja linear, wird sich das Ding schön linear nach rechts bewegen. Mache create, damit ist eine expression, eine mathematische Gleichung erzeugt und jetzt lasse ich die Animation laufen. Ich bin bei Frame 1 hier unten. Lass es loslaufen und jetzt bewegt sich diese Kugel langsam nach rechts. Und zwar bewegt sie sich um ein Feld pro Sekunde. Eine Sekunde ist bei 25 äh, Einzelbildern. Jetzt 1 Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden und so weiter. Äh, das heißt, in dieser Zeit äh, bewegt sich das hin und her. Wenn mir das zu langsam ist oder zu schnell, kann ich das ändern. Angenommen, es ist mir zu schnell. Ja, dann mache ich Time halbe, also die Hälfte der Zeit. Edit. Ja, und da geht das Ding viel langsamer. Ich kann auch sagen, es soll ähm, meinetwegen von einer anderen Position starten. Dann, äh, das wäre dann zum Beispiel äh, 10 minus Time Halbe Edit. Ja, wo ist es? Jetzt startet es hier und läuft zurück, weil ich Minus Time Halbe gesetzt habe. Wenn ich das hier auf Minus 10 setze. Und Edit drücke, dann macht es das Ganze, die ganze Zauberei auf dieser Seite. Ich mache mal eine ganz andere Gleichung draus, nämlich Sinus wird in der Programmiersprache mit Sin abgekürzt, also aus der Funktionentheorie. Der Cosinus ist Cos, der Tangens ist Tan und so weiter. Klammer auf, äh, Time, Klammer zu. Edit, und jetzt kriege ich so eine Hin- und Her-Bewegung. Ich ziehe mal den Timeslider unten etwas größer auf und gehe etwas näher ran. Bewegt sich auf der X-Achse, denn um nichts anderes geht es uns gerade. Sinusförmig, also in der Form von einer Schwingung, hin und her. Wenn mir die zu schwach ist, mache ich 10 mal, Edit. Und dann hat er schon eine viel größere Auslenkung. Ich kann jetzt davon auch den Tangens bilden, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Wenn ich eine Klammer aufmache, muss ich auch eine Klammer zusätzlich zumachen. Ja, und der Tangens ist ja so eine Funktion, die ähm, hysteresemäßig durch den Nullpunkt geht, also keine Schwingung ist, sondern dann irgendwann auch unendliche abhaut und ähm, der Tangens regelt es also in Form von solchen Zuckungen. Da steckt die der Sinus drin, den seht ihr jetzt arbeiten und der wird dann durch den Tangens überschattet. So, ähm, das ist eine ganz einfache Animation mit einer Gleichung. Ich zeige euch, wie ihr da wieder hinkämt. Ihr geht wieder zu dem Parameter und Edit Expression. Und da ist, die, da ist der, der mathematische Ausdruck. Wenn ihr die äh, Expression loswerden wollt, Rechte Maustaste, in Delete Expression und die ganze Sache ist wieder sozusagen saniert. So, jetzt mache ich äh, folgendes. Ich will mit dieser Kugel die Größe von einem Kegel steuern. Und das ist der Kegel und das ist ähm, die Kugel. Ich will die Kugel nach rechts und links bewegen. Ihr seht, es ist der Z-Translate-Faktor-Parameter, den ich gerade verdrehe. Wenn ich das nach rechts und links bewege, möchte ich, dass das Ding größer und kleiner wird oder höher und niedriger wird. Wenn ich hier mal die neue mir die, die Expression angucke im Editor, dann habe ich hier das uns bekannte NURBS Sphere1 Translate Z-Parameterchen. Ich kopiere es mir nochmal, aber ich mache keine neue Expression. Ich will das Ding ja per Hand bewegen. Jetzt gehe ich hier rein und gehe meinetwegen in die Skalierung äh, nach oben. Das ist die hier. Hier mache ich jetzt eine neue Expression. Ich setze hier unten das aus dem Zwischenspeicher gerade Nurbs ist 4, Translate Z, also die Position von der Kugel in Z-Richtung. Ähm, und ich sage, dass der Kegel nach oben und unten, copy-paste, ist gleich dazwischen, dass die Skalierung nach oben von dem Kegel abhängig sein soll von der Position der Kugel nach rechts und links. Create, damit ist die äh, Expression erzeugt und ihr seht schon, der Kegel geht ein bisschen in die Knie. Ich kann das Fenster wieder schließen. Wenn ich die Animation ablaufen lasse, passiert nichts. Und das ist auch ganz klar: ich habe nämlich nichts von der Zeit abhängig gemacht, sondern von der Position. Und wenn ich den jetzt bewege hier nach rechts und links, wird der Kegel größer und kleiner und dreht sich halt dann entsprechend bei negativen Werten um. Ja. Ich könnte jetzt der Kugel eine Schwingung geben über den Sinus, ich könnte sie aber auch über Keyframes animieren. Ich könnte sagen, sei am Anfang da und sei am Schluss da. Aber ich mache, weil es ja um Expressions geht, gerade doch noch mal eine Expression. Und zwar gehe ich, wie, wie gesagt, Kugel ausgewählt, auf diesen Wert, Create Expression. Und jetzt wisst ihr es ja schon. Copy. Da kommt dieses Kugel Translate Z Teil rein ist gleich Frame. Und Das hat wenig Sinn, weil der Frame zu schnell geht. Ich nehme mal die Time besser. Die beiden sind eigentlich hier. Der eine ist halt 25 mal größer als der andere. So, die Kugel bewegt sich nach links. Jetzt nach dieser Expression, nach der Zeit. Und da wird es immer größer, der Kegel. Oder hier Sinus von Time. Edit. Geht mir zu langsam. Time mal 4. Schwingt schon schneller. Ich will, dass es ein bisschen kräftiger schwingt. Also weiter auslenkt. Und falls ihr das noch aus eurem Mathematikunterricht wisst, der Sinus wird ja positiv und negativ. Und ich kann auch sagen, ich will nur seine positiven Bestandteile. Das ist die Absolutfunktion. Das heißt, ich schneide alles, was negativ wird, ab. Und wenn ich das jetzt mache, wird unser Kegel nicht mehr negativ. Und der Sinus hakt immer an der Ausgangsposition fest, wenn er ganz runterfährt, damit er nicht negativ wird. Das waren unsere Einführungen in die Expressions. Es gibt jede Menge Tutorials darüber. Und äh, es gibt einen kompletten Befehlssatz. Und wenn ihr hier unten Mel seht, Mel beruht genau auf der Mathematik, die ich euch gerade in Andeutungen gezeigt habe.